in Frieden und wisse, dass ich immer auf dich aufpassen werde. Mein Leben lang. Keine Ahnung, wieso er nicht auch Eichhörnchen beschützt. Was? Meine Karotten? Wo sind die hin? Ich habe diese fürchterlichen Karotten weggeworfen. Du hast was? Ich habe sie durch gesunde Bio-Karotten ersetzt. Sie sollten in 6 Monaten soweit sein. Oh nein, meine kostbare Ernte, Igitt! Mein Karottenfeld stinkt. Ich dünge mit dem Abfall aus der Biotonne. Es ist der Zucker der Natur. Ich hoffe für dich, dass hier Karotten wachsen werden und kein Biomüll. Hat er noch alle Latten am Zaun? No! Was soll das? Wo sind meine Möbel hin? Ich lass all deine Möbel gründlich tiefenreinigen. Tja, du verschwindest jetzt besser, bevor ich dich gründlich tiefenreinige. Ich sitze in der Wanne und es schäumt so schön. Oh, das ist aber fein. Wie ist das Wasser? Warm genug für dich? Da! Jetzt reicht es mir aber. Ich pfeife auf deine Hilfe. Also lass mich in Ruhe. Hey, mi amigo, bist du wach, Bugs? Was zu, wo bin ich denn? Entspann dich, mein Freund. Bei mir bist du sicher. Du hattest Glück, dass ich da war, als du gestürzt bist. Ich bin doch gestürzt, weil du da warst. Wieso kann ich mich nicht bewegen? Ich musste sicher gehen, dass du dir nicht wieder deine Rübe stößt, Bro. Deswegen liegst du auf meiner Schwerkraftumkehrmaschine. Sie ist sicher und fördert deine Blutzirkulation. Probier sie aus. Ich dachte mir, dass du zu deinem eigenen Wohl vielleicht hier bei mir bleiben könntest. Vielleicht sogar dein Leben lang. Du redest wirres Zeug. Du musst mich sofort losbinden. Nix da. Jetzt häng schön. Ich hol uns etwas Biogemüse von meinem Stadtbeet, das ich oben auf unserem Dach habe. Und keine Sorge, ich verschließe die Tür, damit niemand hier reinkommt. Oder auch raus. Oh, was für ein Glück, Squeaks. Was? Nein, ich bin nicht freiwillig bei diesem Spinner. Er hält mich gefangen. Du musst mir hier raushelfen. Gute Neuigkeiten. Die Bio-Schalotten sind nun erntereif. Ich habe nachgedacht. Ehrlich gesagt freue ich mich, ökologischer zu leben und meinen CO2-Fußabdruck hier bei dir zu verringern, Ombre. Was hältst du von umweltfreundlichem Spaß? Bin dabei. Lass mich dich nur rasch losbinden. Oh, du wirst sowas von dabei sein. Was sagst du? Ich sagte, Goji-Bären rocken. Ja, das tun sie. Puh. Also, wenn ich mich so in deinem Haus umsehe, dann fallen mir ein paar Dinge ins Auge, die dir echt Schaden zufügen könnten. Wirklich? Nicht wahr? Doch. Und ich finde, es ist nur fair, dass wenn es dein Job ist, auf mich aufzupassen, es mein Job ist, auf dich aufzupassen. Ich meine, sieh dir diesen endlosen Schal an. Ja, klasse, was? Er ist aus recycelten Stoffwindeln. Er hat den Farben und verbrannte Siena-Erde, weil... Ja, ich will's gar nicht wissen. Also, zurück zum Schal. Er ist so lang, da könntest du dich in deinem solarbetriebenen Entsafter verfangen. Oh nein, mein stylischer Hipster-Bart. Der brauchte 2 Sekunden, um so hip zu werden.